Und wann ist Ihr Vater nach Deutschland gekommen? Mein Vater ist nach Deutschland gekommen, so 67, 68. Und dann stand ja irgendwann die Entscheidung fest, die Familie kommt nach oder Teile der Familie. Ja, also danach kam meine Mutter und ich sollte studieren und mein Vater hat mich in eine Internat in der Stadt Kavala, das ist eine nordgriechische Hafenstadt, und sollte ich studieren, weil das war sein Traum und für jede griechische Familie ist ein Traum, die Kinder zum Studieren. Eigentlich später hat sich festgestellt, dass doch noch manchmal doch noch fehlerhaft gedacht wurde ist, weil ja alle Studierten und keine Hände waren da, die technischen Beruf hatten, um vielleicht doch noch für Griechenland behilflich sein konnten. Aber das war für jede arme Familie in Griechenland wichtig, eine aus der Armut herauszuziehen, beziehungsweise zu studieren und dann halt irgendwo einen guten Arbeitsplatz zu haben. Und ich war aber nicht der Mensch, der studieren wollte. Ich war ein Mensch, der wollte raus, ich bräuchte Freiheiten. Ja, und dann habe ich meine Internat, also das gehörte an die griechisch-orthodoxe Kirche, diese Internat. Und ich bat meinen Vater und meine Mutter, nach Deutschland zu kommen, weil ja, da waren vorher Familie aus dem Dorf hier in Deutschland und die kamen zurück in Urlaub und die Kinder hatten Fahrräder. Der Vater kam mit Auto und es war so wahnsinnig im Dorf Auto, also das war, oder Fahrrad. Wir hatten gar keine Spielzeuge, nichts. Wir haben uns selbst Spielzeuge gebastelt. Und so, das war mein Traum, nach Deutschland gekommen, um viel Spielzeuge zu kaufen und halt eben Klamotte. Und ja, Sie werden lachen. Ich kann mich auch erinnern an eine schöne Sache. Das erste Jahr, wo mein Vater zurückkam, nach einem Jahr, nachdem er hier war, hat aus Deutschland Brot mitgebracht. Ein einfaches schwarzes Brot. Das typisch schwarze Brot. Ich habe so Freude gehabt. Ich habe das Brot hier total, das Stück, was er da hatte, habe ich das total gegessen. Das ist eine Erinnerung aus der damaligen Zeit. Ja. Was war denn das andere an diesem Brot für Sie? Ja, das war irgendwie, das Brot hatten wir natürlich selbst gebacken im Dorf. Meine Mutter hatte selbst Brot gebacken. Es gab gar keine andere Möglichkeit zu kaufen. Wir hatten ja Getreide im Dorf selbst und wir hatten Fleisch und wir hatten, dachte ich, die wichtigen Nahrungsmittel im Dorf gehabt. Also vom Essen her waren wir reich. Natürlich konnten wir nicht jede Woche Fleisch essen, aber es waren schon andere, alle Gemüse da. Aber das weiß ich nicht, das ist das Brot. Was ich muss allerdings sagen, nach 42 Jahren in Deutschland immer noch sehr gerne deutsches Brot esse.